Wir haben hier Alexandra Zische. Sie ist Grabungstechnikerin, ja, was Leute gerne, also die denken, so läuft mit so einem Indie-Hut rum und einer Peitsche, ne, normalerweise. Ja. Und sie wird uns was zur Hobbyarchäologie in Deutschland erzählen, mit der sie sich beschäftigt. Ich bin Grabungstechnikerin, bin im Rheinland tätig und mein Thema ist Hobbyarchäologie in Deutschland. Bei mir wird es, deutlich weniger fantastisch, aber ich glaube trotzdem relativ interessant. Ich habe aber einen Übergang, der auch so ein bisschen was in Richtung Alien-UFOs zu tun hat. Wenn man sich so ein bisschen mit fantastischen Phänomenen in der Archäologie beschäftigt, dann sieht man, also ich habe jetzt mal so einen einschlägigen Buchverlag, den man so kennt, vielleicht mal genommen, man sieht halt im Titel immer irgendwas mit Sternen und Alien, Ancient Aliens hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört. Was hier aber auch zu sehen ist, es sind halt immer die großen Monumentalbauten, die irgendwie auftauchen. Und das ist im Prinzip auch so ein kleiner Mythos, der sehr verbreitet ist. Denn Archäologie ist eigentlich ein bisschen lokaler gedacht. Geschichte hat überall stattgefunden. Es geht nicht nur um Pyramiden, nicht nur um Griechenland, nicht nur um Römer. Das ist halt überall der Fall. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen bildlich darzustellen. Gut, jetzt, ich hoffe, man erkennt es trotzdem, das ist Frankfurt. Links ist einmal ein Plan, das ist Frankfurt zu römischer Zeit. Rechts ist, jetzt sieht nicht schön aus, aber das ist Frankfurt heute. Und was ich mal rausgesucht habe, es gibt im römischen Frankfurt zwei Gräberfelder. Wenn wir Fundorte haben, dann benennen wir die meist nach den Orten, wo wir sie finden. Hier gibt es ein Gräberfeld an der Heilmannstraße. Die Heilmannstraße liegt hier. Dann gibt es ein weiteres Gräberfeld an der Feldbergstraße, die ist in etwa hier. Und da hinten der letzte Punkt, das ist der Saalbau Gallus, in dem wir uns jetzt befinden. Das heißt, sehr, sehr grob müssten wir irgendwo in diesem Bereich sein. Und was man so ein bisschen sieht, ist, hier sind überall Bauten, die irgendwie nachgewiesen wurden, bestimmte Bereiche. Das heißt, unter unseren Füßen liegt auf jeden Fall Geschichte. Und das ist jetzt nur Römerzeit. Es gab natürlich Mittelalter, es gibt eine Zeit davor. Es ist nicht immer fantastisch, Pyramiden etc. Was es aber auch im Prinzip so ein bisschen heißt, ist, die meiste Archäologie findet statt oder da, wo ich die meiste Zeit tätig bin, sind irgendwelche Baustellen und da bietet sich das Bild halt eher so. Der Archäologe ist jetzt gerade nicht der beliebte Mensch, der da vor Ort hinkommt. Wenn er dann sagt, na gut, ich will hier einfach nur mein Loch machen, dann sieht das meist halt irgendwie so aus und die Leute sagen, naja, ist jetzt nicht mein Job, aber Bescheid sagen ist tatsächlich, es muss rechtlich Bescheid gesagt werden, archäologische Kulturgüter sind geschützt. Das ist jetzt tatsächlich kein Einzelfall. Ich habe hier nochmal ein anderes Bild von einem Kollegen von der Grabung mitgebracht. Das ist eine Kirchengrabung in Bonn gewesen. Und naja, wenn man so ein Tonrohr verlegt, das ist also so ein Schädel, vielleicht wäre es aufgefallen. Es gibt natürlich auch Funde, die nicht ganz so auffällig sind. Die sieht man mehr so, vielleicht, wenn man sich ein bisschen auskennt. Das hier ist eine Auskofferung von einem Einfamilienhaus mit Keller gebaut. Man sieht hier schon, wie viel Erde einfach nur weggekommen ist. Und da hinten in der Ecke sieht man noch so eine Kleinigkeit. Das ist eine Abfallgrube aus einem mittelalterlichen Töpferbezirk. Man sieht jetzt nochmal, das ist alles, was weggekommen ist. Also der Kontext fehlt uns komplett dann geschichtlich. Jetzt möchte ich allerdings so ein bisschen zum positiven Teil überleiten. Es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich habe jetzt mal drei Hauptformen rausgesucht. Das eine sind lokale Vereine, die sich viel damit beschäftigen. Das zweite sind Leute, die sich ehrenamtlich an Fachämter wenden. Und das dritte sind Sonnengänger, die habe ich jetzt in Klammern gesetzt, das merkt ihr nachher warum. Lokale Vereine haben wir sehr, sehr viel Kooperationen mit, arbeiten viel mit zusammen, weil das gerade die Leute sind, die das gerne machen. Das sind meist Geschichtsvereine oder Heimatvereine, immer auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Meist sind da irgendwie Historiker drin. Das Ganze gibt es aber auch fachthematisch, zum Beispiel Burgenvereine oder Bergbauvereine. Dem ist jetzt keine Grenze gesetzt. Meist sind wir da in stetem Austausch. Die sind eine gute Quelle. Da gibt es viele Leute, die irgendwie dahinter sitzen. Das ist so ein bisschen so eine Mischung, wo man sich ein gutes Sprachrohr teilt. Genau, ich habe hier mal für die Kölner ein kleines Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel ist hier der Förderverein vom Historischen Park Deutz. Rechts im Luftbild sieht man, wie man versucht hat, das alte Kastell sichtbar zu machen. Hier ist ein Kastellmodell direkt daneben gesetzt und man sieht so ein bisschen, das hier sind die Türme, die vom Kastell waren. Man sieht sie hier, 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 das geht hier noch weiter. Ist jetzt hier nicht mehr sichtbar, aber hier hinten ist der Eingangsbereich. Klasse Arbeit, da kümmert sich die Stadt selber tatsächlich nicht drum. Das macht alles dieser Förderverein, der da Führungen gibt und das nach außen trägt. Also klasse Geschichte.
Allerdings gibt es natürlich auch dort nicht immer die Fachleute, die das hauptberuflich machen, die das auswerten, sondern man stützt sich auch manchmal auf etwas kleinere Sachen, die dann doch ein bisschen den Einzug zum Schwobligen bieten. Da habe ich hier mal was rausgesucht. Der Klassiker sind Flurbezeichnungen. Das hier ist eine Flurbezeichnung in einem Bergbaugebiet. Dort gibt es zum Beispiel am höllischen Feuer. Wenn sich jetzt irgendjemand ein bisschen spazierfähiger damit beschäftigt, dann kommt er beim höllischen Feuer vielleicht nicht unbedingt auf die Idee, dass es sich um Verhüttungsplatz handelt. Oder am Wehrbusch, da kann man sich auch so ein paar Schlachten rekonstruieren. Gutes Beispiel dafür ist die sogenannte Römerschanze bei Potsdam. Wenn man sich mal so ein bisschen ausguckt, wo die Römer alle waren, also wir sind mit Potsdam und Berlin in etwa hier, da waren sie nicht. Anderes Problem ist, wenn man sich nicht richtig ordentlich einliest, es gibt oft alte Publikationen, ich habe jetzt mal das Krasseste rausgenommen, was mir so eingefallen ist. Grabungen, die zwischen 33 und 45 geführt wurden, hatten meist eine bestimmte politische Richtung, was denn da als Grabungsergebnis rauskommen sollte. Und genau, das wird mittlerweile weiter aufgearbeitet, Graben für Germanien, die Externsteine sind auf weiteres germanisch. Es gibt bestimmte Gegenden, wo Sachen dann immer noch gerade solche Flurbezeichnungen tragen und da hält sich einiges bis heute, das wird nur langsam revidiert. Nächster Punkt, Ehrenamt. Da habe ich mich mal gefragt, warum machen die Leute das eigentlich? Mir so eine schöne psychologische Habilitation zu dem Thema rausgesucht und habe gedacht, ach so, ja, die machen das aus den gleichen Gründen, warum ich das ganz gerne mache, nur dass ich das fachberuflich mache. Man ist bei dem Job gern viel draußen, läuft über Felder oder ähnliches. Man ist heimatverbunden, das deckt sich mit dem von den Heimatvereinen. Manche Leute haben auch ein gewisses Sammelinteresse oder ein Interesse an Geschichte. Oder die Leute reizt halt das Abenteuer. Das deckt sich allerdings ein bisschen eher mit den Sonnengängern. Ist deutlich weniger Abenteuer, als man denkt. Ich habe versucht, Zahlen rauszusuchen. Es ist super schwer, an Zahlen zu kommen. Deswegen kann ich mich jetzt nur auf meinen Bereich konzentrieren. Ich bin hier in der Ecke tätig, Hälfte rheinländische Hälfte von Nordrhein-Westfalen, um ganz genau zu sein in diesem Bereich. Das heißt, wir sind zwischen Köln, Bonn, Aachen unterwegs. Dort haben wir 56 Ehrenamtliche, die bei uns direkt im Prinzip im Austausch sind, auch so ein bisschen in dem Bereich da sind. Wir haben 70 Heimatforscher, das heißt, sind keine Ehrenamtler, aber von denen wir stetige Zuschriften haben oder wo wir in so einem Austausch sind. Und 277 lizenzierte Sondengänger. Die Zahl wird ja später wieder wichtig. Das ist jetzt mal so ein Beispiel von ehrenamtlicher Zusammenarbeit. Da machen wir eine Feldbegehung und kartieren. Man sieht hier so kleine rosa Stickerchen, wenn man ganz genau hinguckt. Kartieren mittelalterliche, also wir kartieren eigentlich alle Keramik, die da rumgeht, aber da ist so ein bisschen Hauptfokuspunkt. Wo war denn hier jetzt der mittelalterliche Ofen? Die laufen jetzt einfach nur übers Feld und sammeln die Keramik ein und wir messen nachher die Punkte ein. Teilweise können die Sachen auch selber einmessen. Die Fundansprache erfolgt allerdings durch uns, weil das doch schon ein bisschen komplizierter sein kann. Was wir anbieten, ist natürlich Sprechstunden. Wenn Leute eingesammelt haben, selber kartiert haben, machen wir das zum Beispiel. Dann gibt es natürlich Vorträge. Ich glaube, jedes Jahr sind es irgendwie 7 Vorträge, die wir machen. Kleinere Seminare zur Befundbestimmung oder auch Exkursionen, das zähle ich jetzt mal dazu. Und alle 2 Jahre ist eine Tagung. Das ist sehr viel Arbeitsaufwand, wofür es keine zusätzliche Stelle gibt. Also es läuft ein bisschen nebenbei bei uns. Jetzt habe ich doch gedacht, ich habe doch mal was Schwurbliges gefunden. Das hier ist jemand, der sich relativ regelmäßig bei uns meldet und auch einen ganz schön hohen Publikationsaustausch hat. Ich habe hier mal die 5 größten Publikationen rausgesucht, die ich in der Kölner Uni-Bibliothek ausleihen könnte. Wir haben jetzt mal keine UFOs oben im Titel. Die Titel klingen auch relativ normal. Das römische Kastell von Monheim am Rhein. Interessant wird es allerdings, wenn man sich so ein bisschen auf die Funde bezieht, auf die Dame ihre Thesen stützt. Das sind dann solche Sachen, wo man ja eindeutige Geschichtsnachweise rauslesen kann. Das sieht im Buch dann in etwa so aus. Also Sie sehen auf diesem Stein den Stein des Sigebertus III. Mit der Geschichte von Sigebertus I. von 497 nach Christus bis zu 635 nach Christus. Und man sieht die Ermordung vom 2. Sigebertus. Wenn Sie das auch auf diesem Stein erkennen können, dann haben Sie genauso viel Fantasie wie die Autorin. Nächstes Beispiel, dieser Mann hat eine ganze Stiftung gegründet und kommt auch regelmäßig mit seinen Funden zu uns. Ich hoffe, das sieht man jetzt trotzdem relativ gut. Also zum Beispiel sieht man ja sehr eindeutig, das sind Nachweise für frühe paläolithische Kunst, das Bisung, was von einer Raubkatze gerissen wurde oder diese 3 Kilogramm schwere Katze aus Quarz. Ja, nochmal so ein anderes Beispiel. Also tatsächlich hat er manchmal sehr schöne Steine dabei. Hier ist mal ein Ammonit, ein aus Ammonit hergestellter Faustkeil. Ich habe links daneben mal ein Bildchen gepackt von einem echten Faustkeil. Also wenn ihr jetzt versucht, mit dem Ding zuzuhauen, dann ist der Ammonit kaputt. Das ist sehr schade. Mal abgesehen davon hat der Mann natürlich einen super Fundort dafür, und zwar irgendeine Parkbank oder sowas, wo er es aufgelesen hat. Also toller Fundkontext.
Was ich interessant fand, der Mann hat auf seiner Website ganz schön viele, also ich finde ganz schön viele Zugriffe. Ich hatte jetzt im Mai mal nachgeguckt und da hat er allein dieses Jahr bisher 500 Visitors. Und ich nehme an, das ist nicht alles Proxy-Servers, die Zugriffe sind so ein bisschen weltweit. So ein bisschen Nordamerika, auch Asien, Deutschland, hat man vielleicht mal so ein bisschen ein Auge drauf. Jetzt kommen wir zum Thema Sondengänger. Ist ein etwas spezielleres Thema, weil es halt nicht nur um das Thema geht, ich finde was, ich sammle das auf, ich melde das, sondern ein tatsächlicher Eingriff in den Boden. Wenn ich was graben möchte und irgendwo eine Grabung veranstalte, dann brauche ich diverse Genehmigungen, vor allem Forschung nach Bodenschätzen, aber auch solche Geschichten. Das heißt, da geht es auch so ein bisschen ins Rechtliche. Ich beziehe mich jetzt wieder nur auf meinen Bereich, um ein paar Zahlen zu nennen. Das ist die Statistik, wie die Zahl der lizenzierten Sondengänger, also die sich diese Genehmigungen geholt haben für bestimmte Reiche, angestiegen ist. Vor 10 Jahren haben wir noch nur 50 Leute betreut. Mittlerweile ist das Ganze angestiegen auf so um die 450, den Peak, den Sie sehen. Das ist Corona. Also es ist ein schönes Hobby, wenn man gern draußen ist. Da hat sich der eine oder andere eine Sonde zugelegt. Da war das Ganze viel in der Zeitung. Wer sich näher dafür interessiert, das ist ein Artikel, den ich dazu empfehlen kann. Der Spiegel hat ein bisschen andere Sachen getitelt, aber der hier ist zum Beispiel mal ganz schön. Führt zu Boom bei Hobbyarchäologen, weil vor allem gesehen wird, ah cool, mehr Leute gehen mit der Sonde, also mehr Funde. Das ist doch wirklich toll für die Archäologen, oder? Das Ganze hat allerdings auch so ein paar negative Folgen. Was man hier so ein bisschen sieht ist, also hier ist so ein Beispielbild von einem Sondengänger und man sieht hier, er hat sich relativ viel Platz auf dem Feld freigemacht, wo er wohl gerade was freilegt. Ich glaube, das findet der Bauer nicht so cool. So wäre es allerdings ein bisschen professioneller. In der Regel wird der Bereich meist eher so in der Sondengröße freigelegt und man gräbt komplett nur auf den Fund runter. Genau, ich habe versucht, das mal so ein bisschen sichtbar zu machen. Das ist jetzt ein Bild von einer normalen Ausgrabung. Der Mann hätte hier und hier einen Ausschlag gehabt und Schlacke gefunden. Relativ uninteressant. Was wir allerdings hier haben, ist so ein Ausschnitt von einem kleinen Ofen. Und da haben wir auch gedacht, naja, vielleicht ist das der Ofenausschuss. Das Ganze weiter freigelegt. Jetzt sind die Farben ein bisschen verfälscht. Genau, aber hier deutet sich tatsächlich ein Ofen an. Und als wir alles frei hatten, da sieht man, hier ist tatsächlich der Ofen. Hier wird das Ganze ausgeräumt. Und der kleine Schlackeklumpen, den wir vorher hatten, ist ein ganzer Hausgrundriss. Der gesamte Kontext fehlt uns. Hätte der Mann einfach ein Loch gemacht, hätten wir jetzt einfach nur so ein Loch in dem Ofen. Wir hätten keine Ahnung von der Machart, dem Aufbau etc. Anderes Problem bei Sondengängern ist, wir haben dann auch so ein bisschen Schiss vor Raubgräbern. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel gemacht. Das ist eine Hausbegleitung, die ich vor einer Weile mal gemacht habe. Kamen einige wunderschöne römische Funde raus. Das war in einer Einfamilienhaussiedlung. Da kamen ein paar Kinder vorbei und dann dachten wir, cool, erzählen wir denen mal so ein bisschen was. Die waren super begeistert, mal römische Keramik in der Hand zu haben. Wow, das ist 2000 Jahre alt. Der Dank war der nächste Tag. Man sieht ein riesiges Loch in der Fläche. Also irgendjemand hat sich gedacht, ah wunderbar, da ist irgendwie was zu holen. Großes Loch gemacht, mitten im Befund. Die Funde sind natürlich weg. Es gab noch diverse Spateneinstiche. Das ist dann immer so ein Grund, warum man dann ungern auf einer Grabung Interviews gibt oder ein bisschen mehr erzählt, weil es spricht sich rum und dann hat man die Leute da. Der Aspekt, wir haben mehr Funde, ist doch toll, wird auch in Sondengängerkreisen immer sehr schön raufgebracht. Zum Beispiel gibt es hier eine kleine Statistik dazu, dass Ausgrabungen ja nur 2%, also es geht um Hortfunde, nur 2% der Funde überhaupt bestätigen. Und fast alle relevanten Funde, steht dann in der Zusammenfassung, werden von Privatleuten gemacht. Funde von Archäologen spielen quantitativ überhaupt keine Rolle. Was man anscheinend nicht so gern beachtet ist, die Fundumstände von 38% sind unbekannt. Das heißt, über ein Drittel habe ich einfach nur wertlose Informationen. Archäologie ist halt auch immer Zerstörung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das dokumentieren, was wir aufgraben. Deswegen ist für mich halt dieses blinde Rumbuddeln jetzt keine tolle Hobbyarchäologie. Zudem kommt noch der Fakt dazu, Munitionsfunde gehören auch zu den üblichen Funden und das ist halt ein hohes Sicherheitsrisiko. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgepackt, zum Beispiel Vater und Sohn finden Phosphorbrandbombe beim Magnetangeln, nehmen sie mit nach Hause, als sich später weißer Phosphor in der Bombe selbst entzündet, werden 3 Personen verletzt oder 10-jähriger Junge findet im Wald beim Sondieren auch eine Stabbrandbombe, nimmt sie mit nach Hause. Manchmal erkennen die Leute das Zeug auch, haben es dann ausgegraben und lassen es am Wegrand liegen, damit es das nächste Kind auch mitnehmen kann. Also so geil ist es nicht. Genau, was mich so ein bisschen beruhigt ist, die sind auch nicht ganz unschwurbelanfällig. Hier habe ich mal so einen Raubgräber rausgesucht, der mit einem, wo ich mal sagen würde, der ein oder andere hat schon mal eine Wünschelrute oder einen Tensor gesehen. Das ist jetzt nicht der übliche Metalldetektor. Um mal den Sprung zurück zum Schwurbel zu finden, Öffentlichkeitsrepräsentation von gerade so Geschichten. Ich habe jetzt mal von Ancient Apocalypse, hat vielleicht der ein oder andere gehört. Da gab es auch letztes Jahr einen tollen Blog-Eintrag im GWOP-Blog dazu.
Die übliche Vorgehensweise der ganzen Geschichte ist ja meist, die Wissenschaftler ignorieren uns, was wollen die eigentlich, oder ihr müsstet mal irgendwie tiefer gucken, und man will sich ja einfach nur die Irrtümer nicht eingestehen. Da habe ich eine kleine Buchempfehlung, die ich persönlich sehr toll finde. Es gab vor 5 Jahren leider mittlerweile eine super Ausstellung, die heißt Irrtümer und Fälschung in der Archäologie, die sich genau damit beschäftigt hat. Denn Wissenschaft ist ja auch immer, dann liegen wir mal falsch und dann forschen wir nochmal nach, gucken uns die Sachen immer und immer wieder an. Hier ist zum Beispiel mal gezeigt das Quedlinburger Einhorn, das kennt vielleicht der eine oder andere, der Einhornfund, damals 17. Jahrhundert meine ich, wo man aus also wirklich einer echten Fundstelle, also es geht um Waldnashornknochen, und einem Narwalhorn Tier rekonstruiert hat, aber es gibt es natürlich auch in deutlich einfacher, zum Beispiel diese Krone, die man zuerst rekonstruiert hat und wo sich dann später herausstellte, ups, wenn wir den Henkel einmal umdrehen, ist es doch einfach nur ein normaler Eimer. Damit bedanke ich mich und das war's auch schon. Vielen Dank, Alexandra. So, jetzt...